Hallo und herzlich willkommen zurück bei Resident Evil 4. Letzte Folge haben wir den See erreicht. Sind dann in ein Haus in den Keller gegangen, haben dort Louis getroffen, jemand, der hier gefangen genommen wurde. Dann wurden wir von irgendjemandem niedergemetzelt, also K.O. geschlagen halt, von so einem fetten Typen. Wurden auch gefangen genommen, sind dann mit Louis hier hinten in einem Raum gefangen gewesen, sind jetzt entkommen und müssen jetzt nur noch unsere Ausrüstung zurückholen. Bis jetzt kämpfen wir nur mit Messer. Und ich hätte einfach mal nicht dahin gehen sollen. Hä? Na, sag nicht, ich muss hier durchs Fenster. Ah, doch, muss ich sogar. Okay. Dieser ganze Abteil hier bezieht sich nur auf Messern. Stealth oder auf ganz schnell Messern. So, mein Freund. Dich messern wir. Naja, wann kriegen wir wohl den ersten Händler? Wir können eigentlich schon langsam ein bisschen Geld ausgeben, würde ich sagen. Und wie ist Luis hier rausgekommen? Der muss ja auch die ganzen Leute hier wegmessern eigentlich. Da geht's raus, da ist aber noch ein rotes Licht, also schätze ich, dass wir noch nicht durchkommen. Ich verstehe es. So. Renn, 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 renn. Gut. Ah, da ist meine Ausrüstung hier wieder. Sorry, aber das gehört mir. Danke. Ich hab schon wieder keinen Schlüssel. Brauche ich dafür Dietriche, wie in den anderen Resident Evil-Teilen? Oder finde ich da jetzt tatsächlich noch Schlüssel irgendwie? Und wer steht da vor der Tür? Das sieht aus wie ein Händler. Ah, passt. Hier drüben, Fremder. Wer ist das? Tatsächlich, ein Händler. War ist tatsächlich jetzt der Händler? Lass uns mal zum Gesch. Lästige Fabrikbewohner. Kümmere sich bitte um jeden. Bitte jemand um die Ratten, die sich in der Fabrik ausgebreitet haben. Ich habe keine Ahnung, ob sie irgendwelche Krankheiten mit sich rumschleppen und ich will es ehrlich gesagt nicht rausfinden. Chef, komm. Händlertipp, werde reich, schnell. Wie kommst du mit den Aufträgen voran? Wusstest du, dass du die Spinelle, die du erhältst, gegen wertvolle Dinge eintauschen kannst, die nicht anderweitig zum Verkauf stehen. Wir haben einen Haufen nützlicher Artikel, aber unsere Schatzkarten sind besonders empfehlenswert. Auf diesen Karten sind die Verstecke der kostbaren Schätze des Kultes verzeichnet. Hat ewig gedauert, die Informationen zusammenzutragen. Kannst mir und meinen Jungs dafür danken. Mit diesen Karten gehst du garantiert nie mehr pleite. Sicher, manchmal wirst du dich in ein gefährliches Gebiet wagen müssen, aber das kriegst du schon hin. Gewehrmunition. Du willst mir jetzt doch nicht sagen, dass ich jetzt das Gewehr kaufen kann hier. Reden wir erstmal mit dem Händler hier. Willkommen. Der Händler. Beim Händler können Sie mit Peseten, also der Währung, Waffen und Objekte erwerben oder sie gegen Peseten verkaufen. Sie können außerdem Ihre Waffen und Ausrüstung verbessern. Aufträge des Händlers. Sobald eine Aufgabe erledigt ist, die Sie über einen blauen Auftragszettel angenommen haben, können Sie Ihre Belohnung beim Händler abholen. Gute Arbeit verdient eine angemessene Entlohnung. Drei Spinell. Ich hab was Neues für dich. Kaufen. Bolzenwerfer. Das ist, was ich derzeit habe. Aber ich könnte ja. Bro, das ist wahrscheinlich das Gewehr. Bolzenwerfer. Eine geräuscharme Schusswaffe, mit der sich Gegner leicht lahmlegen lassen. Die Bolzen können eingesammelt und wiederverwendet werden.
Die Bolzen können vor Abschuss mit einem Minenaufsatz bestückt werden, der dann bei Näherung detoniert. Okay, das ist also das Scharfschützengewehr. Das Hilfesprays kosten echt 5000. Ja, das ist mit die Bolzen, der Bolzenwerfer, ich weiß ja nicht. Oh ja, egal. Wir gehen erstmal. Wäre das dann alles? Tunen. Angriffskraft. Ach, das kostet auch so viel. Eine Waffe den eigenen Bedürfnissen anzupassen. Oh, hat etwas Künstlerisches, nicht wahr? Tauschen. Schatzkarte Dorf. Punisher. Es gibt Dinge, die kann man nicht mit Geld kaufen. Ich glaube, die holen wir uns dann gleich. Aber wir holen jetzt erstmal die Schatzkarte. Du hast ein Faible für Schätze, was? Gefällt mir, gefällt mir. Komm jederzeit wieder. Okay, what the fuck? Schatz? Als ob die Karte jetzt... Da ist die Kehre. What the fuck? Hat der mir gerade echt alle Schätze auf der ganzen Karte markiert? Oder zumindest in diesem Kartenabteil. Ich weiß ja nicht, ob es noch mehr Karte gibt, aber ich glaube, das ist alles. Schlüssel der Jagdhütte. Jetzt gehen wir mal wieder rein hier. Erstens sind hier irgendwo sechseckige Ja Gott, hier vorne sind Schätze. Das ist wahrscheinlich... Hier drin habe ich einen Schatz übersehen. Nicht da. Da. Ja, mit dieser scheiß Öffnung. Ich habe halt nichts, mit dem ich es öffnen kann. Aber dann gehen wir mal Kammerjäger. Dann sind wir jetzt Kammerjäger erstmal. Ja, wo ist die Ratte hin? Komm. Wo rennt die jetzt lang? So, eine. Ich mache das jetzt mit den Pistolen hier, weil da muss ich vielleicht nicht so nah ran. Kann sie einfach nur wegnatzen. Eine haben wir hier drüben schon gesehen oder zwei? Da. Sehe ich hier noch eine zweite Ratte? Ja, da ist sie. Headshot! Yes. Ist das beabsichtigt, dass es noch Englisch ist, oder? Was haben wir denn hier? Saphir! Hm. Was haben wir hier drin? Gut, dass ich mal zurück bin, Alter. Da findet man noch das ein oder andere. Das heißt, einen der Schätze haben wir jetzt gefunden. Perfekt. Bis andere brauchen wir so eine Art Dietrich. Hm. Naja. Dann geht's weiter. Immer wieder zum Händler. Auftrag erfüllt, stimmt's? Kann ich dir an der Nasenspitze ablesen? Alle Achtung! Auf dich kann man sich wirklich verlassen. Oh, was kann ich dir Gutes tun? Ich kann mir halt echt diese Waffe jetzt holen. Oder einen Diamanten, okay? Oh, mein Rücken bringt mich um. Stirb mir da drauf. Ich möchte was ausprobieren. Man kann hier nämlich, glaube ich, Schätze verbinden, wenn ich mich nicht täusche. Ist sie sicher verkaufen. Kann ich nichts mitmachen, ne? Hier kann ich was machen. Edelsteine einsetzen. Hier. Zwei Farbenbonus. Perfekto. Lässt sie sicher verkaufen. Na, dann verkaufen wir die Sachen und den großen Ding da oben.
Benutze wichtige Objekte. Wichtige Objekte, die einen Zweck erfüllt haben, können sie am Händler verkaufen. Ja, das haben wir schon benutzt, also können wir es verkaufen. Danke. Herrenkette können wir verkaufen. Und das können wir verkaufen. Ein hervorragender Deal. Jetzt haben wir 28.000. Die feinste Ware im Angebot, Fremder. Die Frage ist, wollen wir uns jetzt erst den Punisher... Kräuter sind eine feine Sache. Man kann damit heilen, töten, einfach alles. Scheiße. Eine vernünftige Entscheidung, Partner. Ihre Kugeln durchschlagen so gut wie alles. Kann ich sonst noch etwas für dich tun? So. Ob Rubine oder Ramsch, es macht keinen Unterschied. Aber wir entscheiden, was es uns kommt. Okay. Untersuchen. Angriffskraft 09, 12, Größe, Nachladegeschwindigkeit 1. 1, 10, 1, 1, 4. Nicht 1, es ist besser, es ist deutlich besser, bis auf die Kraft, bis auf die... Und verkaufen wir die alte. Besten Dank. Und tunen unsere... Ding. Bist du beeindruckt? So. Bei dem handwerklichen Geschick ist das kein Wunder. Mal das noch hoch. Langsam verstehen wir deinen Geschmack, Fremd. Ja, machen wir da einfach das hoch, fertig. Na dann, angenehme Reise. Müssen wir noch... Fuck, schon wieder falsch. Bewegen. So, Moment, das müssen wir alles mal kurz bewegen. Mal kurz irgendwie aufräumen hier drin. Ja, das mache ich wann anders. Wenn der Platz knapp wird. Es muss auf den Schnellzugriff hier. Habe ich ihn jetzt oben? Habe ich nicht. Mann, ich drücke immer wieder das Falsche. Schnellzugriff. Jetzt haben wir's. Dann speichern wir mal schnell. So. Dann gucken wir uns hier mal um. Wo können wir denn lang gehen? Hier können wir lang. Wir können hier runter. Geh mal zum Schatz, würde ich sagen. Schauen wir uns das hier an. Ah, wir können gar nicht zum Schatz. Können aber hier hinter. Dann gehen wir weiter. Wenn wir nichts anderes gerade machen können. Wo bin ich? Na, irgendwo in der Nähe vom Dorf, würde ich mal schätzen. Hey, hier ist da. Als ob da hinten so eine ist. So. Nahkampf wegnatzen. Gott. Ich wollte eigentlich nicht mehr wegschießen. Ich wollte es eigentlich mit dem Ding machen, aber ich habe auf den falschen Knopf gedrückt fürs Messern wollte ich eigentlich. Habe ich auf den falschen Knopf gedrückt. Deswegen war es doch die Pistole. Jetzt habe ich es richtig ausgesprochen. Okay, what the fuck? Wo bin ich denn jetzt? Ja. Moin. Okay, hier wäre, glaube ich, ich hätte einfach das Scharfschützengewehr holen sollen. Das wäre, glaube ich, deutlich besser. Das wäre, glaube ich, deutlich besser. Deutlich besser. Gut.
Komm. Boah. Ich bin down. Warum bin ich nicht? Boah. Drei Kämpfe. Ich bin gleich down. Freikämpfen. So. Wo muss ich lang? Wieder falsch. Ich will hier andauernd rein, aber ich treffe das falsche Ding. Herstellen. Rollergemisch. Benutzen. Gut. Bro, what? Noch wer? Ja, noch ein Haufen, Leute. So. Komm. Meine Fresse. Gut, der napst seine eigenen Leute weg. Gott im Himmel, Alter. War's das jetzt? Natürlich nicht. Rohstoffe. Rubin. Komm. Ja. Jetzt haben wir noch 4 Messer übrig. So. Ketchup. Einer weniger. Gut. Gut, Headshot. Da. Ist es jetzt endlich fertig hier? Nein, ist es nicht. Im Weg. So, jetzt aber, oder? Ja. Meine Fresse, Alter. Hier. Dann können wir jetzt das Ding hier betätigen. Kommt jetzt echt noch hier hoch? Hört es jetzt echt nicht auf? Kommen jetzt echt noch mehr Leute her. Naja, dann herstellen. Pistolenmuni. Herstellen. Blindenmuni. Ja. So, eins rüber. Muss hier runter. Jetzt haben wir hier oben alles gemacht, oder? Aber ich glaube, ich würde tatsächlich mit Scharfschützengewehr viel besser durchkommen. Gut. Down. Sind wir jetzt durch? Oder dauert's noch? Meine Güte. So, hier haben wir ein Heilungsspray, gut. Und gelbes Kraut. So. Gut zu wissen, dass hier ein gelbes Kraut drin war. Ey, da wächst doch noch sogar eins da oben. Kann man das nicht mitnehmen? So. Dahinter geht's da lang. Wir müssen noch hier rüber. Hä? Der hat's nicht gecheckt und es kommen immer mehr.
Willst du mich verarschen? Es kommen immer mehr. Ah! Da ist das Wappen. So. Gut, Headshot. Gut. Super, bleib liegen. Bleib liegen. Gut. Bleib liegen. Gut. Ach, hier, kriegst halt das Messer rein. Gehen wir mal hoch. Headshot. 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 Da. 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 Ich habe fast keine Pistolenmuni mehr. Da. Hammer's. Gut. So, jetzt haben wir endlich wieder Pistolenmuni. Haben wir noch was zum Einsammeln hier? Da kann man rein. Hier haben wir noch was. Blendgranate, stimmt, die kann man auch mal benutzen. Aber dann haben wir das Ding gefunden, was wir brauchen. Wo schmeißen die denn? Hä? Ich will echt denn wissen, woher die schmeißen. Boah, Alter. Haben wir irgend... Ja, benutzen... Scheiße. Ich wollte eigentlich herstellen. Und wo... Schmeißen die Leute. Ah, da. So. Hä? No, what? Ich check gerade echt nicht, ne? Moment. Was sieht denn 100 waren das noch? Einfach mal dahinter rennen. Ist die Dame da oben down oder nicht? So. Es nimmt kein Ende. Irgendwie nicht, ne? Oh, jetzt da. Jetzt, hat die irgendwas gedroppt? Schießpulver. Moment, ich hab doch noch, ich hör doch noch einen. Ach, da unten ist noch einer. Ah, da sind noch zwei. Gott. Boah. Dann würde ich jetzt sagen, ich beende die Folge hier. Vielen Dank fürs Zuschauen und in der nächsten Folge setzen wir wohl das sechseckige Emblem ein.